Wird eine Abfindung auf eine Rente verrechnet oder angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben gerade eben in unserer Kanzlei eine interessante Anfrage reinbekommen. Da geht es um das Thema, ich bekomme eine Abfindung und wird denn diese Abfindung dann eventuell auf die spätere Rente mit angerechnet als Hinzuverdienst? Unser Mandant gerade über einen Fachanwalt für Arbeitsrecht versucht, wegen einer angedrohten Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber hier eine Abfindung durchzusetzen. Es gibt zwei Dinge, die man hier beachten muss. Grundsätzlich ist immer alles, was als Hinzuverdienst, als Arbeitsentgelt gilt, an die Rente anzurechnen, aus Arbeitsverdienst. Wenn ich eine sogenannte echte Abfindung bekomme, das heißt also, ich bekomme eine Zahlung durch den Arbeitgeber aufgrund des Verlustes meines Arbeitsplatzes, dann gilt das grundsätzlich nicht als anrechenbarer Hinzuverdienst. Wenn ich aber eine Abfindung erhalte und in der Abfindung sind zum Beispiel Lohnbestandteile mit enthalten, wie zum Beispiel als Ausgleich für verlorenes Urlaubsgeld oder Prämienleistungen und so weiter, dann gilt diese Abfindung grundsätzlich als Hinzuverdienst, der auf die Rente anzurechnen ist. Aber wir konnten unseren Mandanten auch beruhigen und sagen, für das Jahr 2020 gibt es ja einen erhöhten Hinzuverdienstfreibetrag und der beträgt ja derzeit 44.590 Euro. Deshalb muss er sich gar keine Sorgen machen. Er kann also sozusagen seine Abfindung für dieses Jahr in Ruhe genießen. Sie wird definitiv nicht auf seine vorzeitige Altersrente angerechnet. Wer eine Abfindung nächstes Jahr bekommt, der muss natürlich aufpassen. Denn dann gilt wieder die alte Hinzuverdienstfreigrenze von 6.300 Euro. Näheres zum Thema Abfindung und Anrechnung auf die Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.